Das Wichtige ist, dass man einfach auch mal anerkennt, was man schon macht und dass man sich nicht unter Druck gesetzt fühlt. Wir sind übrigens Anja und Ilan und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir bauen uns ja ein Tiny House auf Rädern. Wir bauen dieses Haus aber nicht aus den Gründen der Nachhaltigkeit, ehrlich gesagt, sondern der ursprüngliche Gedanke war, dass wir ein mobiles, leistbares Eigentum besitzen, mit welchem wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können, deshalb auch die Größe und unser Leben ein Stück weit vereinfachen. Um den Begriff Nachhaltigkeit zu definieren, haben wir eine Definition der Seite Helpster genommen. Und zwar lese ich die jetzt einfach mal vor. Nachhaltigkeit ist weit mehr als nur ein einfaches Wort. Es steht für ein tiefgreifendes, weitreichendes Handeln. Es bedeutet, dass die natürlichen Ressourcen, die der Menschheit heute zur Verfügung stehen, schonend behandelt werden, damit sie auch von künftigen Generationen noch genutzt werden können. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann sprechen wir eigentlich meistens von der ökologischen Nachhaltigkeit. Wir ernähren uns seit knapp 4 Jahren pflanzlich, rein pflanzlich. Das hatte einfach einen ethischen Grund, als auch ökologisch, als auch gesundheitlich. Mhm. Und wir achten eben auch darauf, wo kaufen wir unsere Produkte ein. Mittlerweile können wir ja auch eher regional einkaufen, ne? Ja, genau. Und dann natürlich in Bioqualität. Wir versuchen da, wo es geht, die Verpackung zu vermeiden. Es gibt halt so ein paar Dinge, die sind für uns einfach normal geworden. Wie auch, dass wir darauf achten, dass wir ökologische Wasch- und Putzmittel verwenden oder ein paar Dinge selber machen, auch im kosmetischen Bereich oder auch bei den Hygieneprodukten, das betrifft jetzt mich dann eher, da auch ganz klassisch auf diese Menstruationstassen zu gehen oder auch im Bereich der Verhütung. Also das ist für uns ganz normal geworden. Ja. Aber da ist auch noch viel Luft nach oben und manchmal fühlt es sich gar nicht so an, als ob wir überhaupt was machen würden. Reduziert man erstmal von 5 Flügen im Jahr auf 1, fährt vielleicht das nächste Mal mit der Bahn. Habe ich im Alltag überhaupt ein Auto oder fahre ich Rad oder Bus oder Bahn? Es sind ja vielleicht auch Kleinigkeiten. Also der ein oder andere von euch, der sich vielleicht noch nicht mit den Punkten, die wir jetzt für uns in den Alltag integriert haben, identifizieren kann, hat aber vielleicht einen großen Garten, baut dort Obst und Gemüse an oder hat ein paar Kräuter, hat für die Bienen Wildblumen gepflanzt. Also es gibt ja so viele kleine Tätigkeiten, die so eine große Wirkung haben. Und auch das sind wichtige Schritte, die man aber auch oft vergisst. Das Wichtige ist, dass man einfach auch mal anerkennt, was man schon macht und dass man sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, gerade von der Dynamik anderer Menschen, die vielleicht noch mehr machen als ich selbst. Und der Werbung. Und der Werbung. So. Und darum geht es eben nicht. Wenn wir jetzt das Ganze mal auf unser Haus beziehen, da haben wir ja auch Prioritäten gesetzt. Da wollten wir ja mobil sein. Das heißt, wir haben uns für eine etwas andere Bauweise entschieden. Ja, gerade was die Fassade, Dach- und Bodenplatte als auch unsere Kunststofffenster angeht. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir im Innenraum zum Beispiel nicht darauf achten, mit welcher Farbe wir die Wände streichen, dass wir Wasser durch unsere Trockentrenntoilette sparen. Genauso kann man ja auch im Umkehrschluss sagen, dass durch diese Fassade, die wir da gewählt haben, die eben aus Kunststoff ist überwiegend, dass wir da trotzdem nochmal andere Energiewerte erzielen, trotz der Leichtbauweise, also auch einen geringeren Energieverlust haben. Grundsätzlich kann man sich natürlich schon die Frage stellen, ob es nicht nachhaltiger ist, ein Tiny House ohne Räder zu bauen und dann nicht eben auf die Materialauswahl oder das Gewicht achten zu müssen. Und das würden wir beide natürlich klar bestätigen. Definitiv ist das nachhaltiger, ja. Warum bauen wir dann auf Rädern? Naja, weil wir einfach einen anderen Fokus hatten. Wir hatten da schon auch, nicht nur in Bezug auf das Tiny House, aber auch in Bezug auf DIY, wo ich eine eigene Kokosmilch aus Kokosflocken gemacht habe, auch negative Erfahrungen gesammelt. Ich habe das in eine Nachhaltigkeitsgruppe von Facebook gepostet, weil ich dachte, hey super, vielleicht hat der ein oder andere ja auch Lust darauf, das nachzumachen. Ja. Und bin von 10 Minuten wurde ich dann zugefeuert, was denn daran so toll wäre, jetzt eine Kokosmilch selber zu machen, ob ich dann wüsste, wo Kokosnüsse herkommen und dass es doch gar nicht nachhaltig ist. Genauso sind natürlich auch Kakaobohnen als auch Kaffeebohnen oder Bananen oder Avocados ein Thema. Du hattest doch das Plastik- und Bio-Thema. Auch kompliziert. Dann versuchst du schon den ersten guten Schritt zu gehen, rein biologisch und regional einzukaufen. Und was findest du? Alles Bio im Supermarkt ist meistens in Plastik verpackt, doppelt und dreifach. Ja. Naja, was mache ich denn jetzt? Entscheide ich mich jetzt für plastikfrei und gespritzt oder nehme ich
Bioqualität in Plastik verpackt und habe dann aber wieder das Problem, wenn man Obst und Gemüse im Plastik schwitzt und das Mikroplastik dann frei wird, ist auch nicht gut, auch gesundheitlich bedenklich. Wie du es machst, machst du es falsch. Und die Frage ist einfach, wo lege ich den Fokus drauf, welchen Schritt gehe ich? Und es ist nie vollkommen, es ist nie perfekt. Apropos perfekt, verlinken wir euch gerne nochmal ein entsprechendes Video, welches wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Im Grunde geht es darum, das aus eigener Überzeugung zu tun, was man macht. Nämlich nur die eigene Überzeugung ist tatsächlich nachhaltig. Eine Entscheidung, die man erhalten kann. Darum geht es ja, um den Erhalt des Ganzen. Gerade wo Nachhaltigkeit ja so gehypt wird, in Geschäften, Firmen nutzen das ja auch ganz häufig, aber auch in den sozialen Medien, das wird ja auch manches Mal missbraucht oder nicht nur zum Vorteil genutzt. Wir glauben trotzdem, dass so ein Hype auch einfach inspirierend sein kann. Wir holen uns auch super viel Inspiration. Das Wichtige ist dann nur, wie du gerade sagtest, dass man das dann festigt und zu seiner eigenen Überzeugung macht, damit es dann, wenn der Hype irgendwann vielleicht mal vorbei ist, auch nachhaltig wirkt. Es geht also nicht darum, eine andere Person zu missionieren und zu kritisieren, sondern es geht darum, andere Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Und zu unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen. Und zu sensibilisieren, dass man sich einfach sensibilisiert für dieses Thema und ein anderes Bewusstsein für dieses Thema schafft. Genau, ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, das würde uns auch interessieren, wie ihr nachhaltig unterwegs seid, ob ihr euch damit schon auseinandergesetzt habt und wenn ja, in welchem Bereich. Ob ihr, wie ich zum Beispiel, auch diese Negativerfahrung im sozialen Netzwerk hattet, dass man eben auch schneller kritisiert wird, als eben unterstützt wird auf dem Weg. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen da. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis in einer Woche. Tschüss. Ciao.